Hier sind die EmsTV News. Heute ist Freitag, der 18. Juni. Ich begrüße Sie zu Ihren regionalen Nachrichten. Und wie immer beginnen wir unsere Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen. Das Gesundheitsamt bestätigt seit gestern 2 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Genesenen stieg im selben Zeitraum um 3. Aktuell gelten 47 Personen als infiziert. Der Inzidenzwert liegt heute laut Berechnung des Robert-Koch-Institutes bei 4,9. Seit Beginn der Pandemie verstarben 188 Emsländerinnen und Emsländer im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Momentan befinden sich 120 Personen in Quarantäne. Der Landkreis Emsland teilte heute mit, dass etwa 49% der hiesigen Bevölkerung mindestens einmal geimpft wurde. Darüber hinaus bekommt der Landkreis eine Sonderlieferung mit 3200 Impfstoffdosen von AstraZeneca. Diese sollen nach der kurzfristigen Terminvergabe in der nächsten Woche vergeben werden. Eine erste Aktion, bei der zunächst 1000 Impfungen mit AstraZeneca durchgeführt werden, ist in der Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Meppen geplant. Am Samstag, den 26. Juni ab 9 Uhr, werden die Impfungen durchgeführt. Für die Vergabe der Termine kommt die NoWe-App zum Einsatz. Ab 8 Uhr sollen die Termine stündlich dort eingestellt werden. Ab sofort gilt an Niedersachsens Schulen auf dem Außengelände einschließlich Pausenhöfen keine Maskenpflicht mehr. Das hat das niedersächsische Kultusministerium am Donnerstag in einer Rundverfügung mitgeteilt. Die Änderung betrifft ausschließlich das Freigelände. Nach wie vor gilt in Innenbereichen, in denen sich Schülerinnen und Schüler und weitere Personen begegnen können, Maskenpflicht. Dazu zählen zum Beispiel Flure, Treppenhäuser und Toiletten. Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite emstv.de. Und jetzt werfen wir einen Blick auf das Einsatzgeschehen der Rettungskräfte und der Polizei. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten am Fechtezentrum in Schüttorf. Der in die Außenfassade eingelassene und vom Parkplatz frei zugängliche Automat wurde durch 2 Detonationen vollständig zerstört. Die Täter flüchteten im Anschluss auf einem Kraftrad in Richtung des Bahnhofs und wie wir vermuten dann weiter in Richtung der Autobahn 30. Die Explosionen schreckten einige Anwohner auf. Ich habe zuerst extrem lauten Knall gehört. Ja, und dann bin ich halt wach geworden, aufgestanden, habe geguckt, ob es bei uns in der Ecke irgendwas gewesen ist, ob es da irgendwie vielleicht brennt oder ähnliches, ob Gasflasche, vielleicht war es eine Gasflasche oder so. Und dann dauerte nicht lange, dann gab es direkt den nächsten Knall, der auch ziemlich laut war. Hinweise zum Verbleib der Täter nimmt die Polizei Nordhorn unter 05921 3090 entgegen. Über die Höhe des Schadens ist bislang noch nichts bekannt. Und das war heute auch noch wichtig im Überblick. In Lünne wurde heute der erste Solarzaun Niedersachsens vorgestellt. Er steht auf dem Grundstück der Firma EMT Hoch 2, welche zu einer Präsentation des Zaunes eingeladen hat. Anwesend war unter anderem auch Niedersachsens Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Olaf Lies. Der Vorteil ist weniger Platz, den ich benötige, gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung, Mehrfachfunktion. Wir haben das gesehen, hier ist es sicherlich die Aufständerung. Die anderen Beispiele sind, dass wir vielleicht den typischen Plastikzaun, der auch nicht schön ist, ersetzen durch Photovoltaik, also auch eine intelligente, integrierte Nutzung. Und es ist wirklich eine Chance, an Stellen, an denen normalerweise eher eine kritische Haltung zur Photovoltaik wäre, eine Option dafür zu öffnen. Also ich glaube, dass die Akzeptanz auch dafür möglich ist. Es ist der erste Zaun Niedersachsen und dass er im Emsland steht, freut mich natürlich ganz besonders. Und das ganze Thema Agrarphotovoltaik, das wird kommen, das wird diskutiert werden. Und ohne Ingenieur zu sein, das scheint mir eine sehr, sehr interessante Lösung zu sein, eben nicht in die Fläche zu gehen, sondern vertikal. Neben den Vorteilen in der Landwirtschaft könnte der Bau eines Solarzaunes auch für Privatpersonen interessant sein. Zum Beispiel für Personen, die zwar eine Anlage wollen, sich das Hausdach aber nicht für eine Installation anbietet. Zum anderen habe ich aber auch den Vorteil, dass ich ein ganz anderes Erzeugungsprofil habe. Wenn ich ein Solarmodul vertikal stelle, dann habe ich vor allem, je nachdem, wo ich, in welche Richtung ich das ausrichte, habe ich morgens und nachmittags den Stromertrag hauptsächlich und mittags weniger.
Ne? Und das passt häufig deutlich besser zu dem Verbrauch, wann er im Haushalt gebraucht wird. Ich kann eine Fläche landwirtschaftlich nutzen und ich kann gleichzeitig mit einer relativ geringen Flächenbelastung Energie erzeugen. Also ich finde, das ist eine wirklich intelligente Lösung und damit eine hervorragende Ergänzung zu all den Erzeugungsmöglichkeiten, die wir schon haben. Der Solarzaun scheint zukunftsfähig zu sein. Ob er das tatsächlich ist, wird sich zeigen. Fest steht aber schon jetzt, Niedersachsens Erster steht in der Samtgemeinde Spelle. Nach seinem Aufenthalt in Lünne führte Olaf Lies weitere zahlreiche Gespräche. Schon früh wurde das Potenzial der erneuerbaren Energien in Haaren erkannt. Im Zuge der Energiewende wird auch auf die Reduzierung fossiler Brennstoffe bei landwirtschaftlichen Maschinen geachtet. Das Land Niedersachsen beteiligt sich mit 7,6 Millionen Euro an der Förderung des H2-Agrarprojekts in Fehendorf-Lindloh. Darin wird der Einsatz von grünem regionalem Wasserstoff für die landwirtschaftliche Mobilität untersucht. Zukünftig hofft das Land Niedersachsen auf neue Arbeitsplätze in der Region. Elektrolyse oder Energiewirtschaft ist eben nicht nur das, was wir kennen, sondern wir müssen Leute haben, die sich mit der Technologie auskennen, die die Technologie warten, die sie entwickeln, die sie bauen. Wir wollen ja nicht nur Elektrolyse in Deutschland, in Niedersachsen einsetzen, wir wollen sie auch herstellen. Und es ist natürlich eine Riesenchance, dass gerade der Ausbau der Windenergie mit den Beschäftigten weiter vorangeht. Und ich habe ein großes Ziel. Wir reden über Windenergie-Elektrolyse, aber wir reden auch über Photovoltaik. Und die Module müssen zukünftig wieder in Deutschland, am besten übrigens in Niedersachsen, produziert werden. Wie allerdings Innovationen dieser Art schneller marktreif gemacht werden können und zugleich ihre Qualität gesteigert wird, erklärt Christoph Pieper. Ein wichtiger Punkt ist, dass man einfach als Partner, als Unternehmer agiert und auch das Risiko geht, technisch die richtigen Schlüsse gezogen hat. Und natürlich geht man ein bisschen ins Risiko. Und wir sind hier nicht nur ein Papierprojekt, sondern wir werden einige Dinge wirklich auch greifbar darstellen, umsetzen. Wir bauen Komponenten und wir hoffen, dass wir halt, wie gesagt, nächstes Jahr auch schon so einen Schlepper zum Anfassen haben. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass man auch Beispiele, Konzepte aufzeigt, wie Klimaschutz umgesetzt werden kann. Die beteiligten Akteure der Planungsgesellschaft betonten die Motivation, die Energiewende mitzutragen. Schließlich gelinge dies nur, je mehr sich daran beteiligten. Sie hoffen, dass ihr Projekt in Fehendorf in Deutschland kein Alleinstellungsmerkmal bleibt. Am Donnerstagnachmittag versammelten sich Mitglieder der Organisation Ostfriesen gegen Tierleid in der Nähe des Rathauses in Aurich. Mit ihrer Aktion wollten sie auf die Situation der Tiere während der Transporte in Drittländer aufmerksam machen. Das Problem ist nur, welche Standards legt man an? Wenn Tiere 19 Stunden an einem Stück durch die Gegend gefahren sind, kann man das auch unter positiven Bedingungen, kann man sich tatsächlich fragen, ob das tiergerecht ist. Das Entscheidende ist aber, wenn die dann in die Drittländer verschickt werden und dort ankommen, dann endet die Kontrolle, dann enden die Standards. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern strengere Gesetze für die Transporte und fanden dabei teils deutliche Worte. Die Bundeslandwirtschaftsministerin und auch die niedersächsische Landwirtschaftsministerin schieben sich den Ball gegenseitig zu. Einmal heißt es, es ist Ländersache, dann heißt es wieder, es ist Sache des Bundes. Es ist also im Grunde genommen ein Spiel auf Zeit, was dazu führen soll, dass die Öffentlichkeit Ruhe gibt und das Thema somit ausgesessen werden kann. Der Landkreis Aurich wollte sich auf Nachfrage unserer Redaktion nicht zu dem Thema äußern. Die Mitglieder von Ostfriesen gegen Tierleid wollen weiterhin auf das Thema aufmerksam machen. So lange, bis kein Tiertransporter mehr über die deutschen Grenzen fahren darf. Und jetzt geht's für Sie und für mich ins Wochenende, denn das waren Sie, die EMS-TV News. Für heute am Montag sind wir wieder für Sie da. Bis dahin alles Aktuelle im Internet unter www.emstv.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haben Sie eine gute Zeit. Tschüss.